Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Ich sitze hier im Spielzimmer mit den zwei Süßen. André und ich haben heute Hochzeitstag, unser vierter Hochzeitstag. Ich bin ein bisschen früher aufgestanden, bin zu André ins Bett geschlupft. Ja, stimmt. Beide Kinder haben noch geschlafen. Wir hatten jetzt echt so eine Stunde für uns, haben einen Kaffee getrunken, haben miteinander gesprochen über die letzten 4 Jahre. Und dann war er noch schnell beim Bäcker und jetzt ist er losgefahren zur Arbeit. Jetzt sind die beiden Kinder wach. Also Ben ist dann relativ schnell wach geworden. Eben, ich glaube, so eine Stunde hatten wir zu zweit. Und dann ist Ben wach geworden. Lecker, lecker. Und ich trinke heute Morgen schon meinen Eiskaffee. Ich bin süchtig geworden. Es ist einfach schon super warm bei uns und ich habe gedacht, nee, ich mache jetzt gleich einen Eiskaffee. Ich habe übrigens auch die ganze Nacht vom Eiskaffee geträumt. Also ich bin immer wieder wach geworden und habe gedacht, ich will jetzt einen Eiskaffee. Vielleicht ist das so wie meine Leidenschaft zum DM-Kaffee. Das war ja auch ein kalter Kaffee. Also ich bin so Fan von diesem Hafermilch. Lava, oh Gott, Lava, es ist heiß. Oh. Ja, Eiskaffee-Leidenschaft. Ah, nur da ist Lava. Da nicht? Da kann ich hinstehen? Okay, gut. Bei uns ist schon wieder die Lava los. Na? Bei Paw Patrol gibt es nämlich eine Folge mit den weißen Tigern und da ist Lava. Da muss man ganz arg aufpassen, weil Lava ist heiß. Na, die kommt aus dem Vulkan. Kann man sich ganz arg verbrennen, da hast du recht. Ja, wir starten wieder in einen ganz stinknormalen Tag. Wir haben nichts vor. Wir werden natürlich irgendwas unternehmen, sei es der Spielplatz oder ein Spaziergang. Aber morgens lassen wir es immer sehr gemütlich angehen, wobei meine Tochter hier gerade richtig rumtanzt. Wir lassen es gemütlich angehen. Der Ben geht jetzt gleich wieder in seine Swing to Sleep oder ins Tragetuch, ne, für das erste Schläfchen. Und dann ist Liana Mama-Zeit, dann werden wir spielen. Was möchtest du machen? Spielplatz oder Bach oder hier drinne Paw Patrol? Bist jetzt auf die Lava getreten? Nein. Ah, okay. Nur hier. Nur da, okay. Also ja, mal schauen. Mal schauen, was sich Liana gleich aussucht in ihrer Zeit, wenn Ben schläft. Wobei gestern hat er 10 Minuten geschlafen. Gestern hat er es nicht so gut geschafft mit seinen Schläfchen. Da war er ziemlich unruhig. Aber wir werden mal schauen, wie das alles so abläuft. Ich werde nachher eine Kürbis-Frischkäse-Tarte machen, weil es ist noch nicht hundertprozentig sicher, aber vielleicht kommen meine Eltern und meine Schwester heute Mittag und dann hätte ich die Kürbiskiche zum Mittagessen. Werde ich euch mitnehmen beim Backen. Aber ansonsten, ja, haben wir keine Pläne. Vielleicht gehen wir mit denen dann auf den Spielplatz oder spazieren. Mal schauen. Liana hat wieder so ein Babytelefon gefunden. Das haben wir ihr mal gekauft, als sie ganz klein war. Da waren wir im Center Park. Boah, da war sie, ich glaube, ein Jahr gerade so. Oder eineinhalb, ich weiß schon gar nicht mehr. Und da haben wir das Babytelefon gekauft und neulich war der Cousin Emil da und dann haben wir dem das gegeben und seither ist das Telefon wieder voll in. Ne? Ben! Ich glaube, der Ben möchte jetzt bespaßt werden. Gut, ihr Lieben, ich melde mich gleich wieder, wenn Benchen schläft und wir wissen, was wir machen. Die Mondschau zu, wenn die kleinen Babys schlafen. Drum schlaf auch du. Ich kriege auch immer wieder viele Fragen zu Swing to Sleep. Also wir haben jetzt so unsere festen Zeiten. Das erste Schläfchen macht der Ben in der Swing to Sleep. Also jetzt, so eine Stunde, 2 Stunden nachdem er aufgewacht ist. Dann lege ich ihn wach rein. Das war auch oft die Frage. Und dann sitze ich hier mit Liana und wir singen ihm Lalelu, bis er einschläft. Mittags kann ich ihn nicht wach reinlegen. Fragt mich nicht warum. Da muss ich ihn erst ins Tragetuch nehmen und wenn er eingeschlafen ist im Tragetuch, dann lege ich ihn nochmal rein. Ist aber nicht jeden Tag so. Wenn ich super viel zu tun habe, dann versuche ich ihn abzulegen, wenn nicht, lasse ich ihn in der Trage. Aber diese 2 Stunden morgens, wo er hier drin ist, ist göttlich für mich, weil ich dann einfach ganz frei mit Liana spielen kann. Okay, ich muss jetzt aufhören. Ich muss erst mal singen. Bis gleich. Dann kommt auch der Sandmann. So, jetzt hat er es geschafft.
Die Swing to Sleep, ihr Lieben, ich bekomme immer so viele Fragen dazu. Es ist abartig. Ich hätte nie gedacht, also gerade auch im Schub, wenn er so nervös ist, dass er irgendwo ablegen lässt, ist echt der Wahnsinn. Und das sind jetzt wirklich 2 Stunden, wo ich die Kamera und das Handy weglege, Ben schläft und ich nur für Liana habe. Deshalb, ich komme. Ja, es geht los. Deshalb, ja, verabschiede ich mich jetzt auch kurz bei euch. Bis gleich. Meine Mami kam jetzt viel früher als erwartet. Das war super. Jetzt konnte ich nämlich die Kies schon fertig machen. Die ist jetzt im Ofen. Meine Mami hat die Kinder bespielt und jetzt kommt gleich meine Schwester und dann werden wir die leckere Kies essen. Für Lianas Cousin und für Lianchen mache ich jetzt noch Pommes und Spinat, weil die werden keine Kürbiskies essen, glaube ich. Ja, und dann werden wir uns einen schönen Mittag machen. Ich schau mal, wie ich die Kamera mitnehme, ihr Lieben. Ich vergiss heute komplett immer, die Kamera in die Hand zu nehmen. Ich mache gerade ein Schwimmbädchen für Liana und ihren Cousin. Und mir habe ich gerade meine neue Sucht gemacht. Meinen Hafer-Eiskaffee. Habe ich das letzte Mal gezeigt. Diese Hafermilch aus der Glasflasche. Und einfach Kaffee eingefrieren in Eiswürfelformen. So erfrischend, so lecker. Und wenn ihr müde seid, so ich, dann macht das auch echt wach. Ich mache jetzt eben ein kleines Schwimmbädchen. Wir sind nur im Garten, planschen. Liana hat aber auch eine Pause gebraucht. Vorher hat sich so ein bisschen zugespitzt und alle wurden knatschig. Und dann haben wir eine Pause gemacht. Und jetzt gehen wir wieder raus, Kaffee trinken und ins Schwimmbädchen. Ja, ich werde mich einfach wieder melden, wenn es klappt, ihr Lieben. Aber es ist gerade einfach super schön draußen. Meine Lieben, jetzt sind meine Eltern und meine Schwester und ihr Sohn weg. Jetzt ist mein wunderbarer, wie heißt er? Ehemann zurück. Wir werden versuchen, uns einen schönen Abend zu machen. Mal gucken, ob die Kinder mitspielen. Andrea hat gerade noch auf dem Heimweg nach der Arbeit ein paar Sachen geholt. Ich zeige sie euch kurz. Nichts Spektakuläres. Einmal Buttercroissants zum Frühstück, Fruchtzwerge für Liana, haben wir ab und zu mal, ne? Ist sau viel Zucker drin, aber manchmal darf sie das. 3-mal meine Hafermilch, dass die auf keinen Fall leer geht. Normale Milch, Küchentücher, Spülmaschinentabs, eine kleine Portion Feuchttücher, weil ich habe bestellt bei DM, aber ja, es wird nicht reichen und Mülltüten. Ah, und André hatte sich noch ein Bio-Kefir mitgenommen. Heute habe ich irgendwie das Gefühl, dass Ben ein bisschen zu kurz kam, einfach weil Liana hatte, ne, viele Bespaßungen und der Cousin war da und so, aber Ben war doch viel einfach auf meinem Arm oder im Tragetuch, war auch natürlich mal bei Oma und Opa auf dem Schoß, aber so beschäftigt mit, ne, wie ich das manchmal mache oder jeden Tag mache, mit Singspielen, mit Spielsachen und so, das war heute einfach nicht so da, weil wir eben Besuch hatten.
Und deshalb werde ich jetzt mit dem Ben eine Runde in die Badewanne gehen. Werde ein bisschen mit ihm baden, ne? Dass er einen Programmpunkt heute hat. Jetzt liegt er gerade hier auf dem Wickeltisch. Und da darf man ihn natürlich nicht alleine lassen. Deswegen habe ich ihn nur kurz abgelegt, um die Kamera in die Hand zu nehmen. Und nehme ihn gleich wieder auf den Arm, während ich dann das Badewasser einlasse. Und wenn er dann nach dem Baden noch nicht müde ist, dann werde ich noch ein bisschen mit ihm Singspiele machen. Nissatz, weil ja, jetzt ist er gerade so ein bisschen unleidig, aber er ist gestillt, er ist nicht müde. Deswegen muss ich mich jetzt ein bisschen mit ihm beschäftigen oder will ich mich ein bisschen mit ihm beschäftigen. André und ich, wir haben gerade ausgemacht, dass wir Sushi holen. Leider gibt es bei uns nur ein Sushi, das man sich liefern lassen kann und das ist nicht gut. Das haben wir zweimal probiert und zweimal waren wir echt enttäuscht. Deswegen muss er jetzt ein bisschen weiter wegfahren, aber für den Hochzeitstag macht er das. Deshalb ja, aber das machen wir alles später. Wenn die Kinder im Bett sind, dann werde ich bestellen und dann wird André das abholen. So, Ben ist dran. Mal schauen, ob er noch kurz durchhält, bis das Wasser eingelaufen ist, dass ich euch ein paar Sachen erzählen kann, weil heute habe ich immer mal zwischendurch wieder Kommentare gelesen, wollte ich auch noch vorlesen, ein, zwei. Und ich wollte nochmal auf das Sonnencreme-Thema mit eingehen, weil da haben jetzt schon viele schön sich in den Kommentaren ausgetauscht. Und ich habe auch viele private Nachrichten bekommen. Mir hat ja jemand geschrieben, dass mit Kokosöl, dass man das eben machen könnte und dass es gar nicht so gut ist, normale chemische Sonnencremes zu benutzen. Also Kokosöl habe ich jetzt mal ein bisschen recherchiert, das ist zu wenig. Also klar, wenn man ein dunkler Hauttyp ist und wie die liebe Mama geschrieben hat, ihre Kinder da schon gewöhnt dran sind und die echt eine gute Haut haben, vielleicht ist es dann okay oder bestimmt ist es dann okay. Aber wir sind alle sehr helle Typen, finde ich. Also zumindest Ben. Liana ist eigentlich eher Andres Haut, die ist eigentlich schön braun. Aber Ben ist noch sehr hell und Babys, ne, sowieso, ganz klar. Babys bis zu einem Jahr sollte man gar nicht eincremen. Die sollte man einfach UV-Schutzkleidung anziehen, Mütze aufziehen, nur in den Schatten, Sonne, direkte Sonne, also krasse Sonne meiden. Aber ich habe jetzt auch einen sehr interessanten Artikel bekommen, von 0 bis 6 Jahren sollte man keine Sonnencreme benutzen, eben wegen diesen verschiedenen Dingen. Ich weiß nicht, ob ich es euch verlinken kann, weil ich habe das per PDF zugeschickt bekommen. Das ist ein sehr interessanter Artikel über Cremes vor dem 6. Lebensjahr, die man nicht oder das man generell eben nicht nutzen sollte. Ich versuche es euch in der Infobox zu verlinken. Ich weiß nicht, ob es klappt. Wenn nicht, versuche ich vielleicht einfach Sätze rauszuschreiben, die einfach wichtig sind. Ich bin überhaupt kein Experte. Ihr merkt, ich tausche mich einfach aus mit euch und bin aber, wie gesagt, immer sehr vorsichtig, was eben so Dinge wie Creme oder Pflege oder Nahrungsergänzungsmittel oder lauter so Zeug, was in den Körper kommt, meiner Kinder, wo ich einfach erstmal wissen möchte, was genau ist das. Ich muss mich nochmal besser informieren, ihr Lieben, aber ich habe jetzt wirklich viel Infomaterial bekommen. Ich wollte nur nochmal zu dem Öl was sagen, nicht, dass jetzt alle denken, oh geil, ich creme mein Kind mit Kokosöl ein. Jana hat das gesagt. Ich habe auch explizit dazu gesagt, ich muss mich erstmal drüber informieren und Kokosöl würde bei uns nicht gehen. Das hat einen Lichtschutzfaktor von 2. Also das ist einfach viel zu wenig. Sesamöl soll noch besser sein, aber ist auch zu wenig. Also generell Öle, natürliche Öle gehen leider nicht. Das wäre natürlich auch mein Favorit gewesen. Aber es ist nicht so, ja, leider nicht so schützend. Und natürlich sind krasse Sonnenstrahlen, UV-Strahlen auch krebserregend, ne? Also da muss man auch aufpassen. Man muss eben einen guten Schutz finden. Und das Beste ist aber halt einfach, ist man wieder im Zwiespalt, ne? Wegen Vitamin D soll man in die Sonne, aber man soll nicht zu in die krasse Sonne, eben wegen der Haut. Deswegen braucht man schon meiner Meinung nach einen Schutz. UV-Kleider wären natürlich super, aber irgendwann, denke ich, braucht man dann schon auch eine Creme, aber da muss man dann halt einfach gut recherchieren. Also wenn ich was recherchiert habe oder ein gutes Ergebnis bekomme, dann sage ich euch auf jeden Fall nochmal Bescheid. Ich bin da jetzt noch nicht so dazu gekommen heute. Ne, Süßer? So, jetzt gehen wir erstmal in die Badewanne und dann lese ich euch noch Kommentare vor. Die Badewanne war total schön. Der Ben hat so gestrampelt. Das ist genau so eine Wasserratte wie Liana. Und das hat ihm echt gut getan und jetzt ist er richtig müde. Und wenn er richtig müde ist, dann summt er sich immer so selber in den Schlaf. Ja, so, ne, machst du das. Ich habe gerade Lianas Abendessen gerichtet. Die wollte unbedingt Rührei. Ich zeig's euch gleich.
Und Andres. Andres noch eine Runde mit Mia raus und dann geht er uns Sushi holen. Ich freue mich drauf. Mal schauen, ob die Kinder uns einen schönen Abend oder einen freien Abend gönnen. Schön ist auch mit den Kindern. Das ist Lianas Abendessen. Rührei, Käse und Toastbrot hat sie sich gewünscht. So, jetzt hat es der kleine Mann geschafft. André fährt jetzt gleich los Sushi holen, ist aber noch kurz bei Liana. Ich wollte ja noch Kommentare vorlesen. Übrigens mache ich das jetzt nicht jedes Video, weil manche gedacht haben, ich mache das ab sofort jedes Mal. Ich mache das einfach mal so zwischendurch, weil ich das super finde. Einfach auch euch mal wieder mit einzubringen und manchmal sind ja auch Fragen und so, dass ich da einfach mehr drauf eingehen kann. Ich habe gerade eine wunderschöne Nachricht auf Instagram bekommen, deswegen lese ich jetzt auch mal Instagram vor. Liebe Jana, meine Patentante ist mittlerweile 99 Jahre alt, war mit ihrem Mann 66 Jahre lang verheiratet. Zu unserer Hochzeit fragte ich sie nach ihrem Geheimrezept. Sie meinte, nur nicht zu früh aufgeben. In dem Sinne, alles Gute für euch. Heute ist nämlich unser Hochzeitstag und das fand ich ganz süß. Dieser Spruch, nur nicht zu früh aufgeben. Vielleicht hilft er dem einen oder anderen auch. Dann bin ich zu den Kommentaren vom vorletzten Video, glaube ich. Also nicht jetzt vom Zeigmal, sondern vom vorletzten. Und da hat die Anne Fröhlich drunter geschrieben, schade, dass du dieses Mal keine Kommentare vorgelesen hast. Fand ich das letzte Mal echt cool. Liebe Grüße, war mal wieder ein toller Vlog. Liebe Anne, also ich mache es jetzt nicht jedes Mal, aber deinen habe ich jetzt mal vorgelesen, weil ich das so ein bisschen rausgelesen habe, dass du vielleicht erwähnt werden möchtest. Julia Sonne schreibt, oh Jana, André arbeitet ja echt lange. Wer geht denn dann mit Mia raus, wenn André um 8 anfängt? Ich kenne das übrigens auch, aber nur mit einem Kind, wünscht dir viel Kraft. Also André spaziert wirklich noch früher mit Mia, allerdings nur eine kleine Runde. Er steht so um 6, 6.30 Uhr auf, macht dann eine kleine Runde mit Mia und wenn er nach Hause kommt, dann geht er nochmal mit dem Fahrrad an den Baggersee und lässt sie da wirklich so eine Stunde oder eineinhalb schwimmen. Und mit uns ist sie den ganzen Tag im Garten. Also ja, morgens ist das schon ein bisschen blöd, aber sie hat ja hier bei uns echt auch gut Auslauf und sie ist überall dabei und abends kann sie dann nochmal richtig schwimmen gehen. Genau, das wollte ich euch nur schnell vorlesen und jetzt werde ich versuchen, die Kinder ins Bett zu bringen. Ben ist jetzt schon im Tragetuch eingeschlafen und es ist erst 20 Uhr. Normalerweise schläft er um 21 Uhr ein. Ich weiß nicht, ob uns das nicht nachher ein bisschen stören könnte in unserer... Also wir wollen einen Film anschauen. André hat gesagt, er hat einen coolen Film rausgesucht. Ich bin gespannt, ich sag's euch nachher. Und Sushi essen und dann wäre es halt toll, wenn beide Kinder schlafen. Aber wenn nicht, ist Ben dabei. Ist auch gut, ne? Der kann ja auch mit uns kuscheln auf dem Sofa. Und genau, jetzt mache ich Lianchenbett fertig und dann melde ich mich nochmal bei euch. Oh mein Gott, ihr Lieben, schaut euch das an. Das ist mein Veggie-Menü. Verschiedene vegetarische Sushi. Und André hat Sashimi vor allem, also dieser einfach roher Lachs und dann auch sich noch ein paar Rollen ausgesucht. Oh, mir läuft das Wasser im Mund zusammen. Euch bestimmt auch, wenn ihr Sushi mögt. André hat jetzt einen Film rausgesucht, der heißt Passengers und ich habe überhaupt keine Lust auf den Film, weil ich gerade den Trailer angeschaut habe. Und das ist so Science-Fiction-Liebesfilm. Und also, ne, er hat das mir zuliebe rausgesucht, weil er weiß, ich schaue gerne Liebesfilme und Comedy. Aber ich weiß nicht, ob er mir gefällt. Aber André sagt, vertrau mir, der ist mega. Also ich bin gespannt. Wir werden jetzt auf jeden Fall Sushi essen, den Film schauen. Und deswegen verabschiede ich mich und freue mich, wenn ihr auch beim nächsten Video wieder dabei seid. Und dann erzähle ich euch, wie ich den Film fand. Bis ganz bald. Ciao. I watch you as you drive. Do you know I'm looking?